Hallo ihr Lieben zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute testen wir was? Den Waschbären. Den Waschbären, genau. Space Camper hat uns ein Karton zugeschickt mit dem neuesten Produkt, was wir natürlich direkt testen möchten. Haben dies käuflich erworben bei Space Camper und wollen mal sehen, wie der funktioniert. Aber wenn man das auspackt, stellt man direkt fest, ein ganz großer Sack hier und auch noch hier ein großes Paket plus zwei Anleitungen. Deswegen habe ich mir ein bisschen Hilfe dazu geholt, nämlich... Hallo, ich bin Helen. Die Helen und... Ich bin Jasche. Wie heißt du? Jasche. Und nochmal richtig? Lasse. Ah, der Lasse, genau, der ist auch dabei. Warum testen wir den Waschbären? Weil mit dem Bulli kann man dann warmes Wasser... Warmes Wasser machen, genau, denn das ist ja bei vielen Bullis ein Problem. Die haben zwar wunderbar kaltes Wasser, aber das ist im Sommer vielleicht noch ganz gut zu tolerieren, aber wenn man im Winter nackig am Strand duschen möchte, wird es womöglich ein bisschen kalt. Deswegen werden wir drei heute mal schauen, ob wir den aufgebaut bekommen und im Anschluss machen wir natürlich den ultimativen Praxistest. Viel Spaß! Im ersten Beutel, wo man das Ganze drin verstauen kann, findet sich zum einen die Anleitung. Das ist der Wärmetauscher, den man benötigt, um das Wasser zu erhitzen. Dann erschreckend viele Kleinteile. Ich bin gespannt, wie wir das zusammengebaut bekommen. Und viele Schläuche. Viele Schläuche. Ja, wobei das kommt später tatsächlich, das ist für den Rucksack. Dann gibt es noch die erste Pumpe. Soweit ich weiß, gibt es davon zwei Stück. Noch eine Isolation, ja, Reißverschluss mit Isolation. Einen kleinen Aufsatz. Und eine Gummischüssel. Eine Gummischüssel, genau, das ist... Das kommt hinterher an den Wärmetauscher, unten an den, an die Lüftung, ganz genau, an dieser B-Säule da, ne? Ja, schauen wir mal, ob wir das zusammengebaut bekommen. Ich bin sehr gespannt. Ihr auch? Ja. Bis gleich. Wir sind jetzt gerade hier an der Stelle 5.5. Da steht, man soll die beiden Schläuche, die hier aus dem Wärmetauscher kommen, in den Neoprenschutz einziehen. Also die Schläuche A und B. Wenn man nur aber weiter blättert, sieht man an dem Wärmetauscher diesen Neoprenschutz gar nicht. Dann geht der eine Schlauch unten rein, der andere oben. Mal sehen. Gesundheit. Danke. Mal sehen, wie wir das Problem hier lösen. Problem Neoprenschlauch haben wir für den Moment vertagt. Irgendwie kommen die zwei Schläuche nicht in die dünne Neoprenwurst. Ja. Wie auch immer, wir werden das Problem gleich anschauen und widmen uns erstmal dem eigentlichen Rucksack. Da gibt es eine Tüte mit so weißen Gummis. Mit weißen Gummis, ja, das sind wohl Dichtungen. Sehr gut. Hier ist der Duschkopf, ne? Ja, hier, wenn man so schön weiß, schön. Guck mal, zeig mal her. So. Ah, sieht so sehr gut aus. So. Dann gibt es hier zwei rote, dann kann man das so fest als Rucksack. Man kann das festmachen oder auch den ganzen Rucksack an euch schnallen, damit ich in Ruhe duschen kann. Es gibt nochmal eine zweite Pumpe. Hier nochmal diesen Aufsatz. Und die Pumpe hat auch hier zwei Nöpfe.
ein kleiner Schlauch. Ja, Saugnöppel, ne, genau. Ein kleiner Schlauch. Nochmal so ein kleiner Schlauch. Mann und Frau, wie schon bei dem anderen Paket. Und wieder die bekannten Schlauchschellen und verschiedene Käppchen und Ventile. Ich würde sagen, wir fangen an, das mal zusammenzubauen, oder? Ja, bis gleich. Ja, der Waschbärenrucksack, er ist fertig. Wir haben es geschafft. Wie lange haben wir gebraucht? 30 Minuten etwa. 30 Minuten kommt ja, hin, ne? Ja. Und war es einfach? Es war einfach. Es war einfach, okay. Weil, wenn man die Anleitung liest, ging es, oder Lasse? Ja, ich fand es auch, es ging. War ein paar Schwierigkeiten manchmal dabei, aber sonst ging es eigentlich. Genau, man hat so ein paar Elemente, wo man hier die Schlauchverbinder festwackeln muss. Wenn man aber die Anleitung liest, funktioniert es eigentlich. Ein paar Teilchen bleiben über. Anscheinend werden die nicht benötigt. Es sind auch noch ein paar Dichtungen dabei. Vielleicht später mal für diese Abdeckkäppchen. Da sind diese weißen Dichtungen drauf. Wenn da mal einer kaputt geht, liegt auf jeden Fall Ersatz dabei. Genau, hier diese beiden Filterkäppchen. Anscheinend auch nicht benötigt. Von der Wasserpumpe. Und das Rätsel um den Neoprenschlauch. Es bleibt offen. Ja. Müssen wir im Betrieb schauen, wo wir die Neopren-Mamba dran bauen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Tja, und jetzt wird getestet. Wer duscht zuerst? Okay, die Wahl ist gefallen. Es muss geduscht werden. Ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Die Dusche seht ihr dann im Betrieb im nächsten Teil. Bis dahin würde ich sagen, ich. Daumen hoch, bis bald und tschüss. Und drückt die Glocke.